Hallo ihr Lieben, ich würde euch gerne heute mit auf eine Yoga-Reise nehmen. Keine Sorge, in Zeiten von Corona reisen wir natürlich nicht richtig, sondern in unserer Fantasie. Und ich würde euch einladen, das einfach mal mitzumachen. Lasst euch drauf ein und dann können wir zusammen eine tolle Abenteuerreise erleben. Jede Reise beginnt natürlich im Bett. Und wir wachen gerade auf und dann recken wir uns und strecken uns und die müden Knochen müssen erstmal aufwachen. Ah, ihr könnt auch die Beine und Arme voll durchstrecken und alles aufwecken, was in eurem Körper ist. So. Ich werde langsam wach. Dann wollen wir heute einen Ausflug machen. Was brauchen wir dafür? Natürlich Verpflegung. Also schmieren wir uns jetzt erstmal ein paar Brote. Was wollen wir denn drauf schmieren? Wie wäre es mit Nuss-Nougat-Creme? Die mögen doch eigentlich alle, oder? Also, wir schmieren die Brote und schmieren die Nuss-Nougat-Creme natürlich ohne Palmfett. Die schmieren wir jetzt auf unser Brot. Richtig schön verteilen. Sehr gut. Wollen wir noch was drauf schmieren? Vielleicht. Mein Bruder hat früher immer noch Marmelade auf die Nuss-Nougat-Creme geschmiert. Wollen wir das auch machen? Wir holen sie mal aus dem Regal. Die steht ein bisschen weit hinten, die Marmelade. Das ist Erdbeermarmelade. Die schmieren wir auch auf unser Brot. Was denkt ihr? Was brauchen wir noch? Ich glaube, das Brot ist erstmal fertig, oder? Wenn schon Nuss-Nougat-Creme drauf ist und Marmelade, dann reicht das, glaube ich. Aber wir brauchen natürlich auch noch was zu trinken. Ich glaube, wir nehmen Apfelschorle. Die steht natürlich ganz oben im Regal, aber ich glaube, ich komme dran. Ah, ich habe sie. Okay, unsere Verpflegung haben wir. Wir haben ein geschmiertes Brot. Wir haben Apfelschorle. Verdursten und verhungern können wir schon mal nicht. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich in unseren Rucksack packen. Und da wir ja den ganzen Tag den Rucksack schleppen müssen, wollen wir erstmal die Schultern ein bisschen lockern dafür. Und zwar drehen wir unsere Schultern, kreisende Bewegung nach hinten. Und dann wechseln wir auch nochmal die Seite und die Richtung. Und heben die Schultern auch mal hoch und gucken, sind sie vielleicht schon locker? Meine noch nicht so. Vielleicht machen wir nochmal das hier, ziehen so richtig in die eine Richtung und nochmal in die andere Richtung. Okay, nochmal überprüfen. Ja, alles klar. Ich ziehe den Rucksack auf und dann bin ich bereit. Seid ihr auch bereit? Okay, wir haben unseren Rucksack aufgesetzt und ich würde sagen, wir marschieren jetzt mal los und schauen mal, was wir in der Natur so finden. Und dazu wandern wir erstmal ein Stück. Wir müssen ja raus aus der stinkigen Stadt und schön in die Natur. Was sehe ich denn da? Da sind schon die ersten Bäume. Die Bäume, die stehen ganz, ganz fest verankert, verwurzelt im Boden. Und nur die Baumkronen, die schwanken. Schwankt sehr doll. Ich glaube, es war ganz schön viel Sturm eben. Dann siehst du auch den anderen Baum. Da steht noch einer. Und auch der hat eine wunderschöne Krone. Dann steht fest verwurzelt in der Erde. Wir waren bei den Bäumen. Und was ist im Frühling um die Bäume herum? Da schwirren ganz viele Bienen. Und wir schauen mal. Was suchen die? Die suchen natürlich die Blumen. Und da gucken wir uns jetzt auch mal die Blumen an. Die Blumen sind nämlich ganz toll erblüht. Und wir können mal dran schnuppern, dran riechen. Oh, das riecht so gut. Und wo die Blumen und die Bienen sind, sind natürlich auch die Schmetterlinge nicht weit. Und die Schmetterlinge, sie flattern und flattern. Dass es eine Freude ist. Könnt ihr das auch?
Schmetterlinge jetzt genug beobachtet, denke ich, und ziehen weiter. Und da hinten, da sehe ich schon eine Kuh. Und die Kuh frisst natürlich Gras, ne? Was machen Kühe denn sonst? Und das Gras frisst sie natürlich. Lecker, lecker, lecker. Und dann kommt sie wieder hoch. Ich glaube, die Kuh hat immer noch Hunger. Jetzt frisst noch mal ein bisschen. Und kommt wieder hoch. Ach ja, und dann wissen wir ja, die Kühe machen auch Geräusche, ne? Wir haben noch nicht genug gesehen, oder? Kommt ihr noch ein Stück weiter mit? Wir wollen da hinten hin, da sind nämlich die Berge. Und wenn ihr Lust habt, können wir die Berge auch besteigen. Oder zumindest wir suchen uns vielleicht einen Berg raus zum Besteigen. Aber erstmal schauen wir uns die Berge an. Die sind nämlich so majestätisch und sind ganz, ganz stabil und aus Stein und mit Wiesen und Feldern und mit Bäumen und obendrauf sind natürlich auch gar keine Bäume mehr, ne? Da ist dann vielleicht sogar noch Schnee. Aber der Baum ist fest verankert und ganz, ganz still. Aber wir steigen jetzt mal drauf. Habt ihr Lust mitzukommen? Wir müssen bergsteigen. Das machen wir. Wir steigen auf den Berg. Vielleicht seht ihr den Adler da, vielleicht nimmt uns der Adler noch ein Stück mit. Wir fragen ihn mal. Da kommt der Adler, der kommt geflogen. Und er nimmt uns tatsächlich ein Stück mit. Dafür geht er runter und runter. Und schwupps, können wir aufsteigen. Und dann fliegen wir mit dem Adler durch die Lüfte und schauen uns nochmal alles an. Was hier, seht ihr da unten? Da ist die Kuh. Die haben wir schon gesehen. Und auch die Bäume und die Blumen. All das haben wir schon gesehen. Und der Adler hat uns mitgenommen, da wo gar keine Wege mehr sind. Ganz oben auf dem Berg. Und wir schauen uns nochmal um, weil von hier oben hat man natürlich die allerbeste Aussicht. Wir sehen all das nochmal, was wir eben schon entdeckt haben. Und hier oben gibt es natürlich auch noch ganz andere Tiere. Das ist der Steinbock, den gibt es nur hier oben, nicht unten im Tal. Und was macht der Steinbock? Der kämpft natürlich jetzt im Frühjahr, macht er seine Revierkämpfe und kämpft mit den anderen Steinböcken. Und dafür rammt er seine Hörner gegen die des anderen Steinbocks und noch. Noch einmal. Sehr gut. Das war der Stein. Und ganz, ganz versteckt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe es eben gesehen. Guckt auch ab und zu. Murmelt hier aus seinem Versteck. Das ist natürlich eigentlich ganz, ganz schüchtern. Und nur wenn die Luft rein ist, also wenn zum Beispiel kein Mensch in der Nähe ist, dann schnuppert. Und sobald es irgendwas hört, geht es wieder in Deckung in die Höhe. Auch noch Schnee, dann könnt ihr ein Snowboard nehmen. Ich
Ich würde sagen, egal was es ist, sucht euch was aus. Wir steigen mal auf. So. Wir wollen ja in die Richtung runterfahren. Dafür drehen wir den Fuß mal auf. Uiuiuiui, das wird immer schneller, schneller, schneller. Jetzt bremsen wir mal ein bisschen. So, das ist ein gutes Tempo. Vielleicht wechseln wir auch nochmal die Seiten. Ich glaube, ja, wir fahren mal in die Richtung. Schon sind wir wieder unten. Wollen wir uns noch mal überlegen, was wir heute alles gesehen haben? Ich glaube, dafür machen wir es uns noch mal richtig schön gemütlich, oder? Wir legen uns noch mal auf unsere Matte oder unsere Decke oder was ihr auch gefunden habt in eurem Zimmer. Und dann überlegen wir mal, was uns besonders gut gefallen hat. Also, ja, Abenteuer. Ich fand den Ritt nach unten auf dem Skateboard, den fand ich richtig gut. Das ging so richtig schön schnell. Aber erinnert ihr euch auch noch an die Blumen und an die Schmetterlinge? Oh, die Kuh haben wir natürlich noch gesehen. Ja, ganz schön viel erlebt haben wir, oder? All das kennt ihr jetzt noch nicht. Man kann davon träumen. Und sobald Corona vorbei ist, schnappt ihr euch.